One, two, three, four. Okay, Leute, heute zeige ich euch mal, ich grüße euch, hier ist Ingo. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr einen Dreier und einen Vierer zum Beispiel kombinieren könnt, ganz fließend. Wie ihr zum Beispiel aus dem Chenan in den Roll-On oder Shaamba wechselt oder nach irgendeinem Rhythmus eurer Wahl. Es geht darum, dass du aus dem Dreiermuster in das Vierer kommst oder Achtermuster von 3 zu 4. Oder, ja. Ich mache mal nochmal kurz ein bisschen. Ich beginne mit dem triolischen Muster. Also, und das kann man, um diesen Fluss zu haben, das könnt ihr ganz einfach üben. Ich zeige euch mal einen Weg. Und zwar, wir spielen den Chenan und dann viermal und dann hängen wir den Roll-On viermal dran. Also ganz übersichtlich, um einfach das System zu verstehen, um dich da reinzufühlen, weil das sind zwei unterschiedliche Taktarten. Dreiviertel, Vierviertel. Oder Dreiviertel, Zweiviertel, ja? 3-2. Also, nochmal zur Erinnerung, der Chenan. Wenn du den nicht kannst, dann stoppe das Video hier und schaue unten mal nach dem Chenan-Video, das habe ich in der Beschreibung. Dann guck dir erstmal kurz nochmal den Chenan an, dass du dann dem folgen kannst, wie es weitergeht, ja? So, und weiter geht's. Also der Chenan und der Roll-On. Da gilt auch das Gleiche. Ja? Wenn du den noch nicht kennst, dann schau nochmal in das Übungsvideo rein. So, und jetzt kombinieren wir beide von beiden vier. Und zwar, unser Tempo ist das. Die dicke. Achso, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Okay. Dicke. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist alles. Das ist die Übung. Du brauchst nur das zu üben. Und dann lässt du dich gehen. Dann lässt du dich einfach gehen. Zum Beispiel anfangs im Tempo. Erhöhst das Tempo. Weiter und so fort. Okay, ja, das lege ich dir und euch ans Herz. Ja, übt das einfach in einem ruhig gehenden Tempo, den Chenan. Und den Roll-On. Fügt beides zusammen. Viermal zum Beispiel. Da habt ihr genug Zeit, euch neu einzulassen, durchzuatmen. Noch einmal. Ding, 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 ding. 3, 4. Okay, jetzt habe ich zu lange gespielt, aber
ihr habt verstanden, ja. 4x4. Oder 2x2 oder was auch immer, ja. Übt den Fluss und ihr werdet viel Spaß haben. So, ich verabschiede mich. Das war sehr schön mit euch. Und ihr habt eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Trommeln und bis bald.